Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein schickes Vespiden Mount. Und zwar heißt das Vespiden Mount hier Summ und ist komplett in, ja, grau-silber gehalten, je nachdem wie man sehen möchte. Da seht ihr es, Summ schimpft sich das einmal. Und ich würde sagen, als allererstes schauen wir uns mal das Mount Special an. Dafür sollten wir aber einen Ticken weiter am besten rausscrollen, denn diese Vespiden-Kreatur wird hier doch ein bisschen mehr rumflattern. Jetzt machen wir das mal so. Hat auf jeden Fall ein sehr, sehr schickes Mount-Special. Und auch wie die anderen Vespiden-Mounts, die ich euch schon gezeigt habe, kann man das Ding hier in der Protosynthesenschmiede einmal bauen. Und ich würde sagen, wir schauen einmal rein in die Protosynthesenschmiede und dann werde ich euch mal erklären, wie wir die uns freischalten, beziehungsweise wie wir uns dann auch das Mount bauen können. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst, wenn ihr eine Vorquest bewältigt habt. Diese Vorquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbannten eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir und die schimpft sich einfach Schiffrin-Konsole. Bei der Schiffrin-Konsole müssen wir dann folgendes skillen, und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soatomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Huld des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste sieht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest, und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali, die sind einmal, oder die startet einmal auch wieder in der Huld des Pilgers, schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede und dort können wir dann die Quest abgeben, kriegen schon mal ein paar Mats fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten, das ist das hier. Und dann habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes lostickern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum Bauplan Summ und diesen Bauplan können wir aus einer Kiste bekommen. Und die Kiste schimpft sich breibedecktes Relikt. Da gibt es verschiedene Spawnpunkte und zwar habe ich euch das jetzt schon einmal rausgesucht. Hier auf Serra Mortis mit Handy Notes kann man sich die anzeigen lassen. Die Kiste kann einmal hier unten spawnen, bei den Koordinaten 52, 45, dann hier oben bei den Koordinaten 64, 63, dann, wo ich das eben gekriegt habe, 41, 34 und dann haben wir hier noch einen Spot bei 53, 25, beziehungsweise, ich habe noch einen vergessen, 50, 41. Und was ist das für eine Kiste? Das läuft so, man klickt da irgendwie so einen Kokon an, der leuchtet so ein bisschen lila, dann kommen so Fliegen raus, würde ich jetzt mal sagen, oder halt so Flugviecher. Wespen sind das. Die killt man dann, dann kann man den Kokon nochmal anklicken, kommen nochmal Wespen raus, die killt man dann, Kokon nochmal anklicken, nochmal Wespen. Das macht man so lange, bis eine kleine Truhe spawnt. Man muss dann immer ein bisschen gucken in der Umgebung, da spawnen dann immer diese Kokon-Dinger. Ich sag mal so, das ist eher eine ätzende Kiste, aber da gibt es dann halt den Bauplan raus und das ist kein 100%iger Drop. Ich habe es gestern bei meinem Hunter bekommen und heute habe ich die Kiste nochmal aufgemacht und habe es bei meinem Main einmal jetzt rausgezogen. Ich bin mir nicht sicher, ob man die nicht nur einmal am Tag machen kann. Ich habe die gestern, glaube ich, x-mal abgesucht, die Spawnpunkte, und ich konnte die tatsächlich nur einmal finden. Alle anderen Kisten spawnen irgendwie die ganze Zeit nach. Ich vermute mal, dass das eine einmal pro Tag Geschichte ist. Ich weiß es aber nicht 100%ig, genau. Ich habe es jetzt zweimal aufgemacht und einmal mit Twink rausgekriegt, einmal mit Main, also die Dropchance wird schon anscheinend nicht so schlecht sein. Sobald wir uns den Plan dann besorgt haben, können wir das Mount einmal bauen. Wir brauchen aber ein paar Materialien dazu. Und zwar brauchen wir 500 Genesis-Partikel, dann benötigen wir eine Protoform-Empfindungskrone und wir benötigen ein Vespidengitter. Und wo wir das Zeug herbekommen, will ich euch jetzt mal zeigen.
Dann kommen wir zum ersten Item, und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. So ein bisschen mehr als 18.000 braucht man nämlich, um alle Mounts und Pets einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73. Und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis-Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen, einfach reinqueuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen. Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen. Das bedeutet, es sind 2 4-Mann-Gruppen. Und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie denn alle antecken. Ich kann euch noch 1-2 Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmt. Dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens 3 Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitale schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pull jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff, Toxitale heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach Folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts und ich fahre einfach 2 bis 3k DPS. Ja, das ist einfach nur toxitalisch, passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sag mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK't, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet, denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann halt, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbannten in der 2. Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akularisch und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Ja, wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Ja, hier zum Beispiel, da haben wir schon Toxitonisch, das könnt ihr euch holen oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise halt, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also das Toxitanisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall passiv Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen, wenn ihr ein bisschen Gold über habt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir als nächstes zum Vespidengitter. Diese Vespidengitter droppen alle Vespiden und zwar haben wir Vespiden einmal hier relativ viele, ja, also in dem Bereich und dann haben wir nochmal hier auch relativ viele Vespiden. Im Endeffekt kann man hier die alle zusammenziehen und töten, dann hier rüberfliegen, die alle zusammenziehen und töten und wieder zurück. Ne? Also immer hin und her. Das geht sich eigentlich relativ gut aus. Also hier seht ihr, das sind diese ganzen Vespiden-Mobs hier. Zum Beispiel die Vespiden-Drohne hier hinten
Und da seht ihr, da haben wir doch relativ viele, die wir hier mitnehmen können. Dann schauen wir uns an, wo wir die Protoform-Empfindungskrone herbekommen. Und die bekommen wir von allen Automa-Mobs. Am besten könnt ihr sie meiner Meinung nach hier in dem Bereich farmen. Ich bin jetzt hier auf den Koordinaten 60, 46. Hier sind nämlich neben den 2-3 Elite-Mobs auch ewig viele Non-Elite-Automa-Mobs. Und ich habe hier in 20, 30 Minuten eigentlich 2 von diesen Kronen bekommen. Das ging relativ gut. Eine habe ich tatsächlich auch in der Raid-Instanz bekommen. Da sind ja auch ein Haufen feindliche Automa oder Automa. Und dementsprechend kann man das da auch ganz gut farmen. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Also am besten farmt ihr da oben die Non-Elite mit, die hier. Und unten sind dann auch noch mal welche. Und die spawnen hier relativ zügig tatsächlich. Man kann die hier recht gut farmen. Es gibt noch ein paar andere Spots, die kann ich euch jetzt auf der Map auch noch mal einmal zeigen. Und zwar hier oben auf der Insel gibt es auch einen Haufen Automa. Vor allem die Arbeiter droppen das relativ gut. Und einmal in dem Gewölbe hier gibt es auch ein paar, die man farmen kann. Wie gesagt, ich finde aber den Spot hier tatsächlich am besten. Da sind am meisten Mobs, die ihr zusammenziehen könnt. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Mats besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt, in einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets. Und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Mats farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine Extra-Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Talar, bis zum nächsten Mal. Ciao.